Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Ich habe lange nicht mehr aufgenommen und jetzt weiß ich nur noch, dass ich in der Hauptmission stehen geblieben bin und da machen wir jetzt weiter. Chicken 7. Ich suche nach Israel Putnam. Auf wessen Befehl? Samuel Adams. Folge mir. Übrigens habe ich auch eine neue Maus. Juhu. Ja. Jetzt muss ich aber erstmal die Steuerung wieder gewöhnen. Es ist nicht Bunker Hill. Nein, es ist Breeze. Es gab einige Unstimmigkeiten, wo wir das Lager aufschlagen. Neuigkeiten aus Boston? Die Briten warten ab. Und immer wenn wir Druck machen, verlieren wir ein Dutzend Männer. Ich glaube, Putnam und die anderen wollen Artillerie auf den Hügel in Stellung bringen. Ein guter Beschuss ändert ihre Stadt. Oh. Gib vielleicht. Das ist gerade was Komisches passiert. John Pinker? Der Bastard ist der größte Maulwurf von allen. Nur ab und an kommt er raus, um zu provozieren oder Kanonengröße zu senden. Doch das macht nichts. Der kriegt noch früh genug, was er verdient hat. Das stimmt. Hier! Putnam ist gleich davon. Kannst ihn nicht verfehlen. Ich gebe nicht auf Entschuldigung, Gentlemen. Wir sollten auf Bunker Hill bauen. Reeds ist näher an der Stadt, aber auch viel näher an ihrer Artillerie. So, jetzt. Whoa. Jungs. Nein. Oh. Ich gehe jetzt zum Bunker Hill. Guten Tag, Gentlemen. General Putnam. Was? Ich suche nach John. Mir wurde gesagt, dass ich hier Hilfe finde. Er ist in der Stadt verschanzt und hat keinen Grund, sie zu verlassen. Solange dieses Schiff seinen Angriff fortsetzt, bleibt er in seinem Nest. Und wenn das Schiff gestoppt wird? Dann wäre der arme John wohl gezwungen, seinen Arsch hochzukriegen. Dann stoppen wir ihn. Flagge, wenn ich, ich werde eine schöne Rede an deinem Grab halten. Das werden wir ja sehen. Los geht's. Lauf, Junge. Los. Los, 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 los. Spring. Doch mein Bester. Nein, Alter. Ihr trifft nicht mich. Aha. Rückgeschosse sind zu groß. Ist ausreichend. Wow, wow, wow. Lauf. Lauf, mein Freund. Lauf. Da sind Gegner. Wir müssen schnell weiter. Wir nehmen mal schnell einen mit. Ihr geht auf die Straße. Ich sollte Kontakt vermeiden. Ups. Oh, das wird langsam eng. Das wird langsam eng. Wisst ihr, ich bin tot? Nein! Achso, Mission gescheitert. Ich hätte weiterlaufen müssen. Oh, das war Fail. Man so eine Fahrt noch einen mitnehmen. Na gut, dann weiß ich jetzt besser. Los geht's. Los, 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 los. Lauf, mein Freund. Ich habe nicht gekämpft. Lauf, Junge. Und spring! Spring! Schwimm, 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 schwimm. Du bist der beste Schwimmer. Los, 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 los. Schwimm, 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 schwimm. Ja, der erste Mission habe ich schon geschafft. Jetzt müssen wir dahin. Die Typen erledigen.
Was ist los? Den. Hoch, hoch. Hoch. Und auf die Fresse. Jetzt willkommen hier. Also, ich hab schon wieder keinen Kontakt von meines Nachbarn. Ich hab mich jetzt nicht. Das war er. Jagen wir mal schön in die Luft. Oh, ich muss nach runter. Oder? Scheiße. Ich muss das in die Luft. Warte. Sind die. So, jetzt. Zünd es. Lauf! Lauf doch! Das war's erste. Los. Und jetzt hier hoch. Ich mache euch auch mal kalt. Kann ich mich hoch? Oh hier. Zack. Ich bin nicht so der Typ, der auf. Steht, bam. Und du stimmst genauso. Ja. Tschüss. Das ist noch kriegbar. Alter. Alter, nur was versucht. Alter. Hä? Tschüss. Ist mir doch egal. Ich hätte dann. Und jetzt. Sag ich Ade. Ade. Tschüss. Bam. Jetzt. Wissen wir die Flagge. Na los! Nach oben! Jetzt nur links. Und los! Los, beweg dich! Junge, beweg dich! Weiter! Kletter! Du hast das Sine! Kletter! So, fast oben! Nach dem Star hoch, zieh dich hoch und noch weiter und noch weiter und setzen die Flagge dem Wasser. Einfach mal von hier runterspringen. Bam. Das war nicht schlimm. Das hätten wir geschafft. Ja. Na gut, eins haben wir geschafft und den haben wir dann leider nicht. Also nicht voller Synchronisation, aber nicht so schlimm. Wir haben sie besiegt. Jetzt müssen wir aufstellen. Bitte, immer wieder gehen. Muss diesem Freund folgen. Wir haben euch geholfen. Dafür könnt ihr euch glücklich schätzen. Ja, viele Verletzte, wir haben viele Leute verloren, aber wir haben sie besiegt. Das ist das Wichtigste eigentlich. Aber es stimmt doch, wer schießt dann? Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Trotz besseren Materials fehlt es ihnen.
gewinnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Genau. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Wart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Ja, so sieht's aus. Unsere Mission war erfolgreich. Gott verdammt mich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt für dich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Was ist mit Pinker? Er verließ Boston. Wie ich vermutete, und hat ein Lager auf Roten Hill gezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander darum. Ich schätze, dass du außen bist. Wir warten, bis wir ihre Reihen gewichtet haben. Bitte haben wir nicht. Wir müssen ausruhen. Wir haben keine Zeit. Genau. Genau. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Und ich hoffe mal, dass wir das zweite Mal gewinnen. Wie ein Hase im März. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich eine Entschuldigung. Das erwarte ich auch. Los geht's, Pitcairn, in den Kragen. Los, 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 los! Voll. Geschoss! Runter! Los, runter! Komm, bist du? Ich wollte mal verhehen. Runter! In Deckung! Verrücken. Los! Runter! Runter. Nicht schießen! In Deckung! Nein, runter, runter, runter. Geh runter. Beschuss! Geh runter! Lauf! Deckung! Was? Lauf, 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 lauf! Geh runter, geh runter. Erstmal Leben regenerieren. Alter, Alter! Die schießen! Ah, ich seh's! Ich bin nicht blind. Boah, hinter uns. Runter! Los, runter! Nein, geh runter. Heil doch mal dein Leben, Fall! Da ist der Typ behindert. Sollen wir sein Leben halt verdammt. In Deckung! Heilst du dein Leben jetzt? Geht in Deckung! Ich halte sein Leben nicht. Naja, dann habe ich keine andere Wahl zu laufen. Lauf, lauf. Boah, Leben geheilt. Nee, nicht Leben geheilt. Wie gesagt, halt zu finden immer dein verdammtes Leben, du Idiot. Oh oh. Das ist. Ja, mein Leben ist geheilt. Boah, ich sehe nichts. Oh, da sind meine Freunde. Boah, das sind zu viele. Und ich laufe. Tschüss. Ich kann mich nicht mit euch erfallen. Ich muss Pitcairn erledigen. Tschüss. Schön, euch gekannt zu haben. Boah, sie schießen. Oh mein Gott. Ah, die können nicht schießen. Die sind zu scheiße. Oh mein Gott. Lass dich fallen. Oh, ich muss da irgendwie hochkommen. Ja, lauf. Komm, 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 komm. Nein. Nein. Oh mein Gott.
und so mit allen anlegen. Aber wir können gut kämpfen. Bams. Wir metzeln sie alle nacheinander ab. Alle. Nacheinander. Ab. Headgun. Mit der Gegner. Bam. Tschüss. So, mein Bester. Das machst du nicht. Dazu kann ich schon mal nicht kontern. Alter. Alter, ich kann doch nicht. Oh mein Gott. Lauf. Nein. Lauf, 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 lauf. Irgendwie muss ich doch... Wie habe ich denn nochmal geschossen? Mit F? Nein. Mit G. Nein. Mit, wie habe ich denn nochmal geschossen? Oh, ich habe schon wieder vergessen. Mit H? Nein. Mit G? Mit welcher Taste? Oh Mann. Mit M? Danke. Jetzt. Jetzt. Kill ihn. Kill ihn. Kill ihn! Schön. Hau doch drauf. Ich weiß immer noch nicht, mit welcher Taste ich schieße. Welche? Das schießt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß immer noch nicht, mit welcher Taste ich kontern kann. Mit P. Oh Mann. Oder mit Z, mit T, mit R. Mit wie ich schieße? Scheiße. Leg mich doch am Arsch. Kommt da hin. Ja, das ist mir klar. Das ist die Karte. Was ist das? P. O ist die Karte. Und Z. Oh, oh. Was? Was? Aber mit welcher Taste konnte ich denn nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Mit XC. Mit M war's, glaube ich. Hitgun! Du! Ich weiß noch nicht mal, wie ich schieße. Du machst gar nichts, mein Freund. Nein. Nein. Nein.
ich auch schon mal erledigt. Die Frage. Oh, oh. Hä? Wie hab ich jetzt? Alter Scheiße. Lad die Waffe nach. Reloading. Oh, ich hab das alles schon. Weglaufen. Ich muss irgendwie die Waffe nachladen. Mit G, mit C, mit V. R, da. R, drück R. Hallo. Lad die Waffe doch nochmal nach. T. U. Das hätte ich nicht tun sollen. Boah, noch so einer. Boah, ich hab diese ganzen Tastenkombinationen vergessen. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Jetzt weiß ich die Taste, verdammt. Ich muss E und dann Leertaste drücken. So. Ja, genau. So macht man das. Ja, komm her. Ja, jetzt bist du entwaffnet, mein Freund. Jetzt bist du entwaffnet. Du bist entwaffnet. Und jetzt geht's dir an den Kragen. Du bist entwaffnet, mein Wester. Du kriegst jetzt, du kassierst jetzt, mein Freund. Du kassierst jetzt richtig. Du kommst nicht mehr an deine Waffe. Und deine Waffe kannst du auch nicht mehr aufheben. Nein! Du kassierst nochmal ordentlich. Scheiße. Du kassierst. Zack, jetzt. Ja, endlich geschafft. Alter Falter. Ja, oh, mit E und Leertaste, jetzt weiß ich es wieder. Stimmt, natürlich. Oh, bin ich. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Ja, ja, ja. Sahan yonere ne otena am da setakwe. Tini yone yaho tena tam da setakwe. Genau. Ihr kommt alle zu spät. Für euren Boss. Nein. Wir haben viele Leute verloren. Wie kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen.
Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtig. Das stimmt. Es gibt ein größeres Problem. Meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Doch, das wollen sie. Ja, liebe Freunde, das war diese Mission, diese Hauptmission. Es kann sein, dass diese Folge ein wenig länger ist, weil ich keinen Timer anhabe. Das war die Synchronisation. Sie haben erfolgreich abgeschlossen. Und die Frage ist, wie es jetzt weitergeht. Und natürlich lässt sich das jetzt nur durchlaufen. Ist irgendwas drin? Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zu Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zum Schlagen. Kein Ehrenbildnis, doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Synchronisation 8, 1776. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Johnson und Pitcairn. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück. Dann werden deine Worte vielleicht wahr. Eigentlich hat er recht. Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung des Commander in Chief entdecktest. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. Okay. Thomas Hickey. Den müssen wir erledigen. Ja, liebe Freunde, das war's mit dieser Episode Let's Play Assassin's Creed 3. Ich denke, es war eine sehr, sehr spannende Folge mit vielen Hauptmissionen. In der nächsten Folge werden wir mehr mit den ganzen Nebenmissionen, was es noch so zu erledigen gibt, machen. Hier ist die Hauptmission, das ist New York. Das wird, denke ich mal, ein geiles Kapitel noch werden. Aber auch Boston hat noch viel zu bieten. Obwohl es da jetzt nicht mehr so viel zu sehen gibt, wie ihr unschwer erkennen könnt. Es gibt noch ein paar Schifffahrtsmissionen, damit werde ich in der nächsten Folge noch ein wenig machen. Ja, was haben wir noch so im Angebot? Außer Schifffahrtsmissionen. Da nichts. Und bei uns haben wir da noch irgendwas zu tun. Eigentlich auch nichts außer Schifffahrt. Das natürlich.
würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge nochmal Schifffahrt und danach geht's nach New York. Aber erstmal bis zur nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed 3. Ciao, ciao.